Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Resort. So, es gibt ein paar neue Tierchen, die heute einziehen werden. Und unten in meiner Leiste seht ihr, dass da so komische Pixel umherkrischeln. Ja, keine Ahnung warum, habe ich ab und an auch an anderen Stellen. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Also irgendwas, stimmt da anscheinend momentan mit den Einstellungen nicht. Liegt nicht nur an Minecraft, habe ich also am ganzen PC. Also egal, welche Seite ich nehme, ich habe immer dieses komische Gekrüschel. Ja, ich hoffe, können wir schnell beheben. So, dann würde ich sagen, fangen wir doch an mit unseren Paten. Hier haben wir ein paar. 5 Kühe gibt es heute neu. Und wir beginnen mit Cooper. Und Cooper ist von Crafting Lunita. Und sie schrieb: die Kuh namens Cooper kam am 8.11.2012 nach Dantoria und legte sich in den Schatten vor ein Geschäft. Mulenia ging einkaufen und bemerkte das Kalb. Sie wunderte sich und fragte im Laden nach, ob jemand diese Kuh kennt oder weiß, wem sie gehört. Niemand wusste, wer diese Kuh ist. Sie nahm den Bullen mit und zeigte ihn Malkondo. Malkondo zog die Augenbrauen hoch und sagte, dass sie schon zu viel Kühe haben. Mulenia erklärte ihm, wo sie ihn gefunden hat und dass er doch noch ein Kälbchen ist. Malkondo sagte, wie du meinst, du hörst doch eh nicht auf mich. Das stimmt. Mulenia war beleidigt, nahm den jungen Bullen nun erst recht auf. Obwohl Malkondo erst gegen ihn war, akzeptierte er ihn schnell und fing an, den Kleinen zu mögen. Nach Untersuchungen fand man heraus, dass Cooper der Sohn von einem der bereits im Resort aufgenommenen Kühe war. Was ein Zufall. Ah, sehr schöne Geschichte. Dankeschön dafür. Und deine Kuh hier, der Cooper. Und natürlich bekommst du auch ein Patenschild. Das hängen wir dann draußen wieder hin. Hallo Cooper! Hallo! Du musst jetzt hier drinnen bleiben, noch, bis die anderen Kühe auch da sind. Und dann geht es weiter mit Carly. So. Nicht schubsen! Schlimm. So, und Carly ist von Cookie Sweetson. Carly wurde am 8.5.2017 geboren. Er ist eine kleine Babykuh. Geschichte. Carly hatte immer Spaß. Eines Tages ging er mit seinen Eltern spazieren. Da fiel er von einer Klippe runter. Seine Eltern fragten sich, wo er war. Er hatte Glück und fiel doch in Mulenias Hand. Dann nahmen sie ihn mit ins Resort. Okay, auch vielen Dank für deine Geschichte. Und hier ist dein Carly. Hallo Carly. So, dann geht es weiter mit Flecky. Und Flecky ist von Candy Sweetson. Und sie schrieb, Flecky ist ein kleines Kalb und ist weiblich. Seine Geschichte. Flecky ging mit ihren Eltern wandern. Er hatte sich nach einer Weile verlaufen. Mulenia ist spazieren gegangen. Sie hat Flecky entdeckt. Sie hat sich um ihn gekümmert und ihn ins Resort gebracht. Ende. Okay, ja, danke dafür. Aber ich glaube, weiblich hast du geschrieben, ne? Dann, sie hat Flecky entdeckt und sie hat sich um sie gekümmert und sie ins Resort gebracht. So wäre es dann richtig. So, Flecky, hallo, willkommen. Und dann haben wir ein Cheesecake. Und Cheesecake ist von Kuschelhase. Und Kuschelhase schrieb, es war mal ein Mühlbauer. Er besaß 8 Kühe. Er war schon ziemlich alt, aber er konnte sich nicht von seinen geliebten Kühen trennen. Nach langem Überlegen entschied er sich, die 8 alten Kühe zum Schlachter zu bringen. Denn irgendwann ist es soweit, Abschied zu nehmen. Er hing im ganzen Dorf Anzeigen auf, worauf stand, Schlachter gesucht. An einem kalten Herbstabend beschloss Mulenia, einen kleinen Spaziergang durch das Dorf zu machen. Sie bemerkte an jeder Straßenlaterne ein riesiges, aus Pappe ausgeschnittenes Gekritzel. Und sie wusste sofort, sie muss alle Kühe retten. Sie kaufte zuerst eine Kuh vom Bauern ab, um zu gucken, ob sie sich überhaupt um so viele Kühe kümmern kann. Aber sie wusste, dass sie es mit ihrer Community und Malkondo hinbekommt. Sie wollte aber wissen, was für Geschichten die anderen Milchkühe hatten. Mulenia rettet die
rettet die Kuh Cheesecake und brachte sie in das Resort. Sie wurde am 10.07.1990 geboren. Sie ist jetzt eine glückliche Kuh. Ja, vielen Dank für die Geschichte. Ist ja auch nett. Gefällt mir. So, hallo, Mädels und Jungs? Na? Nicht so viel Krach machen hier. So, und dann unsere letzte Kuh, die Daisy. Und die Daisy kommt von der Nanny. Und Nanny schreibt, eine ist eine weibliche Kuh, Geburtstag ist der 3.4.2012. Daisy wuchs mit der Hilfe eines Verkäufers aus Oakville auf, der sich gut und gerne kümmerte. Sie stand oft mit hinterm Tresen und sah den Kunden zu. Als der Verkäufer aber durch eine neue Arbeit keine Zeit mehr für Daisy hatte, sprach er Molenya bei einem Einkauf in seinem Laden auf Daisy an, da er wusste, dass sie das Resort leitet. Natürlich zögerte Molenya nicht und brachte neben ihren Einkäufen auch noch eine Kuh mit nach Hause. Ja, danke schön. Ist auch wieder toll. So, Daisy, willkommen im Resort. Dann werde ich eben mal die Eier rauslöschen, nicht, dass jetzt hier noch irgendwas gespawnt wird. So, dann einmal das. Warum nur zwei? Ihr wart zu weit weg. Da muss ich mich noch mal kurz hier reinstellen. So, Daisy Cooper, Flecky Cheesecake und Kali sind jetzt alle gesichert. Ja. Okay, alles klar. So, damit unseren Kühen hier nichts passiert. Dann jetzt auch wieder die Druckplatten ja, vor die Türen. Dann könnt ihr nämlich raus, wenn ihr das wollt. Und dann hängen wir noch eure Schilder draußen an. Oh, guck mal, wie das funktioniert. Habt ihr das gesehen? Das ist ja so cool. Die Kühe können jetzt tatsächlich selber entscheiden, ob sie raus oder rein wollen. Das ist ja total cool. Das hat gut funktioniert. Tja. Hallo. Geht mal jemand raus? Ist schön hier drin, ne? Ich würde auch hier drin bleiben. Geh mal raus. Das war so toll gerade. Geh mal raus. Los. Da, guck mal. Ist das nicht cool? Das funktioniert genauso, wie ich es haben wollte. Ah, schön. Sehr, sehr schön. So, es ist dunkel. Ich mache mal eben Tag. So, dann hängen wir noch schnell eure Schilder hier auf. Uch. So. Und dann machen wir hier weiter. Dass es Pate von Daisy ist. Nanny? Genau. Dann haben wir hier Pate von Cheesecake ist Kuschelhasi. Und Pate von Flecky ist Candy Sweetson. Dann haben wir Pate von Kali ist Cookie Sweetson. Und dann fangen wir jetzt hier mit den Doppelten an, würde ich sagen. Obwohl, da haben wir noch Platz. Hier haben wir noch Platz. Obwohl, da haben wir die Fakten, ne? Egal, machen wir trotzdem dahin. Pate von Cooper ist Crafting Lunita. So, dann haben wir alles durch. Wir haben neue Kühe im Resort. Hier ist endlich ein bisschen mehr los. Und ich habe festgestellt, Mensch, wir sind hier noch gar nicht fertig. Also irgendwie ist der Stall noch gar nicht fertig. Da kümmern wir uns gleich drum. Ich muss jetzt mal eben schnell schauen, wo ich meine Sachen gelassen habe. Ich glaube, die habe ich hier hingestellt. Ja, da stehen sie. So, und dann natürlich den Game Mode ändern. So, okay, dann erstmal was futtern. Und dann würde ich sagen, machen wir tatsächlich erst den Kuhstall fertig, damit das nicht wieder in Vergessenheit gerät. Glowstone-Stopp, was soll ich denn damit? Kann ich das denn reinpacken? Da. So, ich will mal eben schnell schauen. Haben wir hier noch irgendwas an Dingensinn? Nein, haben wir nicht. Wir brauchen aber auch noch einiges an Glas jetzt für das nächste Gehege. Ich würde das jetzt hier einfach mal brennen. Denn wir wollen jetzt ja dann mit dem Kuhgehege auch anfangen. Also hier die Scheune soll natürlich fertig werden. Nein, Kuhgehege nicht. Schafgehege meine ich natürlich. Das soll jetzt ja auch gemacht werden. So, dann holen wir uns jetzt ein bisschen Weizen. Und dann schauen wir mal weiter.
Im Übrigen haben wir noch Platz für drei Kühe. Also ihr dürft euch gerne nochmal drei Kühe ausdenken. Wie gesagt, immer daran denken, wenn ihr schon Pate seid, wenn ihr schon ein Patentier hier im Resort habt, dann kann es sein, dass ich euch nicht dran nehme, weil ich eben die Leute, die noch kein Patentier habe, bevorzuge. Das heißt, jemand, der noch kein Patentier hat, hat eine relativ große Chance, hier dann eben ein Tier zu bekommen. Und die Leute, die schon eins haben, die bekommen dann eben immer, wenn noch Platz ist, auch eins ab. Na, so hat die Nanny hat einige Tiere schon. Und ich glaube, Crafting Lunita hat auch schon einige Tiere hier. Kuschelhasi hat auf jeden Fall auch schon das zweite jetzt. Also ihr seht, es lohnt sich dann doch immer mal wieder, sich da Geschichten auszudenken. So. Des Weiteren wird sich hier demnächst in Minecraft World noch ein bisschen was verändern. Ich habe mir mal so Gedanken gemacht, wie wir das Ganze hier ein bisschen, ein bisschen flotter gestalten können und vielleicht wieder ein bisschen interessanter. Die letzte Zeit ist sehr wenig Interaktion eurerseits irgendwie auf den Videos, was mich natürlich dazu veranlasst, mich zu fragen, warum, was ist da los? Und genau, und ich habe mir halt mal so angeguckt, wie das so, ja, was wir so machen hier und auch die Videos mal reingeguckt und mir überlegt, wie wir das Ganze eventuell ein bisschen aufpeppen können. Und ja, ich habe da so die eine oder andere Idee und werde da demnächst dann mal gucken, dass ich das umsetze. Und dann hoffe ich, dass das Ganze hier wieder ein bisschen spannender wird für, ja, für euch und auch für uns. Gut. So. Jetzt wieder das ganze Feld bestellen. Es ruckelt. Ich habe die letzte Zeit immer Probleme, dass es ruckelt. Was hatten wir damals im Resort ja auch schon, ne? Dass es immer irgendwie geruckelt hat. So, genau. Ja, vielleicht kann man einfach mal gucken. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch denn so wünschen würdet. Ja, was euch denn gefallen würde, wie ihr das Ganze hier etwas ja, interessanter wieder finden würdet. Ja, würde mich einfach interessieren. Wenn ihr da Ideen habt, dann auch gerne, wirklich gerne in die Kommentare damit. So. Oh, das ist echt viel. So, genau. Ei, dieses Feld ist ja riesig. Aber es sollte auf jeden Fall reichen, um den Kuhstall fertig zu machen. Und wahrscheinlich haben wir dann auch schon genug Weizen, um eben den Schafstall dann anzufangen. So. Okay. Gut, das haben wir. Dann können wir hier schon mal die Dinge wieder reinschmeißen. Die Körner. Genau. Und dann gehen wir mal wieder rüber. Das hat sie unheimlich angehört gerade. Aber das war nur der Komposter. Ja, miau. So, hoho. Und dann machen wir jetzt den Kuhstall einmal komplett fertig. Ach, guck mal, unsere Kakteen sind auch schon gewachsen. So, eine Werkbank.
glaube, ich mache einfach mal alle. Obwohl, ja, doch. Ja, doch, ich mache alle. Essen haben wir ja genug. Ich habe nicht zufällig noch ein Weizen hier irgendwo rumfahren. Da habe ich noch 9 sogar. Aber bleiben wieder 8 über. Naja, okay. Dann ist das jetzt so. Aber wie weit ist das Glas? Da können wir nochmal Sand nachlegen. Wir werden auf jeden Fall einiges an Glas wieder brauchen. Ist das... Das ist Fichte. Hier, Schwarzeiche. Da haben wir auch genug von. Können wir vielleicht das neue Gehege schon mal abstecken, damit wir schon mal wissen, wo das hinkommt. So. Gut, so, das haben wir fertig in dem Fall. Hallo, Cooper. Alles gut? Gut. Ja, gut. Hat sich gut eingelebt schon. So. Und dann gucken wir mal, wie wir das Schafgehege am besten machen. So, jetzt hier erstmal mit dem Weg weiter. Okay, das haben wir. Und dann haben wir da ja die Brücke, die runterkommt. Da wollte ich ja eine kleine Ecke machen zum Hinsetzen und sowas, ne? Eine kleine Picknick-Ecke, würde ich sagen, machen wir da draus. Aber jetzt legen wir uns gleich erstmal hin. So. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So, genau. Na, so haben wir das dann einigermaßen gut verbunden. Hier müssten wir noch den Dings austauschen. So, müssen wir das da auch noch machen? Nee, da ist schon alles gut. Okay, so, ja, Schafstall. Also, wie gesagt, da hinten wollte ich gerne eine kleine Picknick-Ecke machen. Und man könnte hier... Also hier wollte ich dann ja auch noch einen Weg machen, wo wir darüber kommen. Ne? Man könnte jetzt die Schafe hier hin tun. Und dann würde man hier. Oder wir machen die Schafe dahin und gehen dann hier in ein neues Themengebiet über. Das fände ich eigentlich auch gar nicht so schlecht. Wir machen hier mal die Bäume weg. Wir machen uns hier mal Platz, damit wir mal sehen. Was wir da an Platz haben zum Bebauen. So, ein bisschen Laub mitnehmen, also nicht wirklich viel. So.
das da. So. Mann, hier sind aber einige Bäume. Wäre ja eigentlich gut, wenn wir das so breit machen wie Schweinegehege vielleicht, ne? Dass wir das irgendwie da. Das geht bis hier. So, bis hier geht das Schweinegehege. Da wäre es ja eigentlich ganz gut, das eventuell ein bisschen anzupassen, ja? Und vielleicht kann man hier hinten dann nochmal das Malkontop ja, auffassen, dass man da einfach nochmal guckt, dass man das eben verwildert und da das Malkontop dann einfach ja, wieder mit dazu nimmt. Ne? Dann hat man das auch noch. So, mal gucken, da müssen wir nur ein bisschen Platz lassen zwischen den Gehegen, dass man da auch durch kann. Wäre sowieso nicht verkehrt, weil wir da ja dann auch nochmal in ein neues Gebiet gehen. Ja, ich denke, das passt ganz gut dann. So, nochmal alles einsammeln, dann würde ich nämlich erstmal den Part beenden. Und im nächsten machen wir dann hier weiter und schauen mal, dass wir dann ja, das Schafgehege auf jeden Fall anfangen. Okay, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.